Sie, Bogen und Säbel. Und da jeweils einen Punkt rein. Einen Punkt in Selbstbeherrschung. Einen Punkt hier rein. Und bei mir einen Punkt im Fallen entschärfen. Noch ein Lebenspunkt. Etwas mehr Menschenkenntnis wäre nicht schlecht. Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe und eine Zwergnase. So. Am Anfang steigere ich halt gerne die Fähigkeiten, wenn wir dann mal mehr Erfahrungspunkte kriegen, dann und ja, da hängt schon das Holzschild für die Bärenkopf-Trophäe. Geschlossen, der verschwundene Zauberer. Endlich habe ich das benötigte Empfehlungsschreiben für Zelnanando. Was den verwirrten Zauberer und seine beiden Novizen anbelangt, so beschleicht mich, dass ich das Gefühl, dass diese mir nicht so das Letz zum letzten Mal über den Weg gelaufen sind. Ja. Ja, Revena Rakorium als Fürsprecher. Rakorium, der Erzmagier, hat mir eine schriftliche Bürgschaft für Zenanando ausgestellt. Ein Erzmagier als Fürsprecher. Vielleicht steht meine Reise unter einem besseren Stern, als ich zu Anfang dachte. Gehe zu Nando. Ich konnte zwei Fürsprecher für mich gewinnen. Jetzt muss ich nur noch zur Wache Nando und mir einen Passierschein holen. Dann kann ich endlich nach Ferdok aufbrechen. Jetzt aber erstmal den Wirt. Willkommen im scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestreu. Ja, seid gegrüßt, Wirt. Ich habe von Jäger Kautzenstein erfahren, dass ihr euch über eine Trophäe für euer Wirtshaus freuen würdet. Und wie der Zufall wähle, hätte ich einen prächtigen Bärenschädel für euch. Potzblitz, was für ein prächtiges Exemplar. Hier habt ihr eure Belohnung. Ich denke, dass euren Anstrengungen gerecht wird. Ich werde ihn gleich anbringen. Nun denn, ich muss weiter. Gehabt euch wohl. Ja, Jagdtrophäe. An der Fassade des scharfen Schwerts prangt nun ein mächtiger Bärenkopf. Britannion schien sichtlich zufrieden mit der von mir für ihn erbeuteten Trophäe gewesen zu sein und hat mir ein stattliches Sümmchen dafür gegeben. Der Bärenkopf hat einen dankbaren Besitzer gefunden. Ja, ich weiß nur nicht, was ich gekriegt habe. Gucken wir mal kurz. Ich glaube, zwei Dukaten haben wir gekriegt. So, ich weiß, mit den Kurschaberzungen war noch etwas. Und habt ihr mein Päckchen gefunden? Habt ihr es? Ja, ich habe das Päckchen gefunden. Wunderbar, ich dachte schon, ich finde sie niemals wieder. Hier sind zwei Silberstücke, ihr habt sie euch redlich verdient. Verzeiht, aber ihr versprach mir doch eben noch vier Silbertal für das Paket. Aber, da müsst ihr verhört haben. Nehmt diese zwei Silbertal und meinen aufrichtigen Dank. Nun gut, lieber ein paar Silberstücke in der Hand als diese Vogelzungen im Gepäck. Ihr sagtet vier Silbertaler und die will ich haben. Im Fex ist es Namen, man kann es ja mal versucht haben. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Also vier Silbertaler für euch. Vielleicht kommt ihr mir nicht davon. Ich denke, ich werde das Paket behalten. Was, das ist Diebstahl, damit werdet ihr nicht durchkommen. Gebt mir das Päckchen und ich vergesse eure Worte. Das Päckchen scheint euch ja weit mehr wert zu sein, als ihr bislang zahlen wolltet. Der Preis ist soeben gestiegen. Zwei Dukaten und ihr seht das Päckchen nie wieder. Naja, ich bin ein Zwerg. Seid nicht dumm, ihr werdet niemanden finden, der euch so viel Geld dafür bietet. Sechs Silbertaler, ich nehme es. Carlo, habt ihr was an den Ohren? Ich bleibe bei dem, was ich sage. Zwei Dukaten. Verflixt, ihr seid ein harter Hund. Mein letztes Angebot, eine Dukate. Ihr wollt es einfach nicht verstehen. Ich würde diese Vogelzunge eher verspeisen, als sie euch 102 Dukaten zu verkaufen. Ihr seid ein sturer Zwerg. Niemand in diesem Nest wird euch irgendetwas für meine Kurschamazungen geben. Stur wie ein Zwerg? Ich bin auch hungrig wie ein Oger. Mein Magen knurrt schon eine ganze Weile. Mal sehen, wie diese Kurschamazungen schmecken. Ja, das werden wir ja sehen. Genau, schmackhafte Kohlschabazungen. Niemals werde ich einem Kerl wie Gallo Frandrich die Kohlschabazungen überlassen. Ich werde mit Sicherheit bei einem anderen Händler einen deutlich besseren Preis für das Päckchen erzielen. Ja, das will ich auch.
Weil ich weiß, mit den Koscher-Amazonen konnte man sehr viel später noch was anfangen. Herrje, Talion, warum hängst du dich nicht gleich selbst an dein Wirtshaus, du geschmackloser Esel? Ich find's auch immer toll, wie diese Mutter schimpft. Ja, meine Güter, bekommt man es ja richtig mit Angst zu tun. Ja, geradezu furchterregend. Das muss ein Turm von einem Bären gewesen sein. Also ja, da hängt jetzt der Bärenkopf. Herrje, Talion, warum hängst du dich nicht gleich selbst an dein Wirtshaus, du geschmackloser Esel? Ja, und ich will eigentlich mit Bredo Bento reden, der läuft da lang. Der Händler unseres Vertrauens. Und ich hätte meinen Falschen noch erhöhen sollen. Kann ich es vielleicht noch erhöhen? Nein, ist Maximum. Okay. Bredo, Bredo, bleib da, Bredo. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Der Delikatessenhändler Galso ist so ein mieser Schuft. Der wollte doch... Ich doch glatt als Laufbursche missbrauchen und mich um meinen verdienten Lohn prellen. Gallo Frantrich, den kenne ich, der macht gerne miese Geschäfte. Bredo, mach mir doch ein faires Angebot. Es ist für mich ein riskanter Kauf, da ich keine Kundschaft für solche Delikatessen habe. Daher kann ich nur einen Dukaten dafür bieten. Ein Dukate, ich überlege es mir. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, ich würde gerne einen Blick in deine Kiepe werfen. Lieber... Ein paar Silberringe, ein paar Fellfetzen, Bärenzähne, das Bärenfell. Ja, die Keule verkaufen. So. Jetzt haben wir wieder Platz. Ach, da wäre noch ein Messer zum Verkaufen gewesen. Ansonsten ist hier nur Zeugs. Na gut, das Messer können wir auch beim Schmied verkaufen oder bei dem anderen Händler. Mal gucken, was der mir dafür geben will. Und ja, ich könnte die auch einfach futtern. Und ich glaube, es liegt daran, dass meine Menschenkenntnis so gering ist. Weil ich glaube, es gab mal einen anderen Dialog mit Gallo. Wenn man genug Menschenkenntnis hatte. So, das heißt, jetzt geht's auf zum Zöllner. Und ja, dann geht's nach Ferdog und dann wird's interessant. Ferdog ist nämlich so, ist halt die zentrale Stadt des Spiels, sag ich mal, die wir betreten und verlassen können. Und sie ist verdammt groß. Das heißt, bis wir da mal alles abgeklappert haben, wird's ein bisschen dauern. Gibt es. Dürfte ich euer Angebot sehen? Ich würde gerne hier dieses Messer kaufen. Was geht? Nö. Gut. Zöllner Nando. Was denn nun schon wieder? Ich habe einige Abzeichen der Räuberbande bei mir und möchte die Kopfgeldprämie dafür. Sicher, hier dein Geld. Ja. Waren ein paar Dukaten, glaube ich. Also es steht leider nicht in der Konsole, wie viel. Hallo. So, du hast nichts zu sagen. Ja, ich kann ohne Pass hier wahrscheinlich passieren. Was denn nun schon wieder? Ja, das Lemons-Schreiben von Rakorium. Lesen wir erstmal das
sei mir gegrüßt. Ach, okay, das ist das, was wir schon kennen. Lesen wir mal das von Rakorium. Hiermit bestätigen seine Eminenz, Erstmagier und Meister Aloshun Rakorium Montagonis, dass der Träger dieses Schreibens unser vollstes Vertrauen genießt. Gezeichnet seine Eminenz höchstpersönlich, Rakorium Montagonis. Aha. Was denn nun schon wieder? Ich kann zwei Bürger nennen. So, dann lass mal hören, wer sich in Abistreu für dich ausgesprochen hat. Zum einen schönen Grüße von Salina, der Gauklerkönigin. Sie setzt gern ihr Wort für mich ein. Und dann kann ich euch noch eine schriftliche Bürgschaft des Erzmagiers Rakorium Montagonis zeigen. Tatsächlich, ein gesiegelter Brief des ehrenwerten Rakorium. Das mit Salina hast du dir doch ausgedacht, sprich... Die Gauklerkönigin ist euch keine Unbekannte, nicht wahr? Erinnert ihr euch an den ersten Preiostag im letzten Jahr? Schon gut, verschone mich mit dieser Geschichte. Salina würde dir so etwas Vertrautes nicht leichtfertig erzählen. Ich stelle dir einen Passierschein aus. Wunderbar, ich kann den Atem der großen Stadt schon riechen. Hier ist dein Passierschein. Hieb ihn gut auf, du wirst ihn sicher bis fertig brauchen. Gute Reise, Benno, ihr Sohn des Durin. Ja... Bereich Avestreu abgeschlossen. Reise nach Ferdok. Sobald ich in Ferdok angekommen bin, muss ich herausfinden, wie ich zum Paiosplatz gelange. Dort werde ich laut Ardus Brief sein Haus finden. Gehe zu Nando. Mit einem Passierschein in der Tasche kann ich nun endlich weiter nach Ferdok. Und ja, wie gesagt, Bereich Avestreu wurde abgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt Avestreu verlassen, können wir nicht mehr zurück. Möchtest du Avestreu endgültig verlassen, du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkehren können. Ja. Und damit können wir nach Ferdok an den Paiosplatz reisen. Unvorhergesehenes hält dich von der Weiterreise ab. Du schaust nach, was sich da auf dem Weg befindet. Du versuchst das Problem zu umgehen. Du begibst dich zu deinem Ausgangsort zurück. Kämpfen. Mal gucken, wer uns da auflauert. Ja, Reiseereignisse. Die Reisen durch das Fürstentum Kosch sind ereignisreich. Ab und zu kommt es mit Begegnungen und du findest dich in deinen Heldenmeter auf dem Weg nirgendwo wieder. Wer sonst als ich? Gut, gucken wir mal, wer oder was da vorne auf der Straße vor sich geht. Ist das jetzt nur ein Wolf oder was? Nein, mehrere Wölfe. Wollen wohl Rache? Ich mach das schon. Zum Angriff. Zu euren Diensten. Alle mal hergehört. So, dann nehmen wir die auch gleich aus. Klappt jedenfalls besser mittlerweile. Hätte nichts sagen sollen. Oh, Einbären. Einbären nehmen wir mit. Ich nehme die Sache in die Hand. Würselkraut können wir auch einsacken, wenn wir es hier schon so sehen. Schritt für Schritt. Ich mach das schon. Dann lassen wir mal Rulana die Führung übernehmen, solange wir hier beim Pflanzensammeln sind. Mitgemacht.
noch mehr Einbeeren und noch mehr Würselkraut, Gullmond.